und willkommen zum Lesemonat März. Ich will nicht lang schnacken, denn es ist ein sehr, sehr erfolgreicher Lesemonat gewesen. Ich habe tatsächlich 8 Bücher gelesen und gehört. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist, dass es so viel war. Das waren 3169 Seiten und mein aktueller Sub, ich bin ein bisschen stolz, ist bei 101. Ich habe einen Neuzugang, sonst wären wir bei genau 100, aber ich sehe wirklich den zweistelligen Sub vor mir. Ich visualisiere ihn schon und ich bin mir sehr sicher, dass das im April klappt. Aber erstmal geht es jetzt um den März und was ich gelesen habe, meinen Neuzugang und das Currently Reading. Im März habe ich 2 Hörspiele gehört und zwar bei Audible, da habe ich ein Abo. Ich verlinke euch das unten auch immer mit rein, wenn ihr da Interesse dran habt. Und zwar habe ich von Jussi Adler Olsen aus der Carl Mørck-Reihe, das ist ein Ermittler in Dänemark, die ersten beiden Fälle gelesen. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon 6, 7, also die Reihe ist, glaube ich, schon relativ weit fortgeschritten. Ich habe jetzt endlich mal damit angefangen und ich muss euch sagen, das als Hörspiel zu hören ist so gut. Audible hat das richtig toll umgesetzt mit tollen Schauspielern und ganz tollen Charakteren und Hintergrundgeräuschen, aber es passt halt wirklich gut rein. Also ich habe Hörspiele das letzte Mal als Kind gehört, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Der Inhalt ist hier ein bisschen anders, ein bisschen härter, aber es ist halt eine richtig tolle Stimmung, die erzeugt wird und man ist halt noch mehr in dem Buch drin, als wenn man das nur liest oder auch normales Hörbuch hört. Also ich fand das richtig, richtig gut, beide Fälle. Wobei der erste Fall, da geht es um eine Politikerin, die verschwunden ist vor vielen Jahren. Also Carl Mørck deckt oder bearbeitet Fälle, die eigentlich schon lange zurückliegen oder schon abgeschlossen sind oder irgendwas Neues auftaucht, so grob, sagen wir so Cold Cases quasi. Und im ersten Fall geht es eben um eine Politikerin, die vor vielen Jahren verschwunden ist. Er rollt das dann nochmal auf und man erfährt auch, wo sie aktuell ist und wie es ihr da geht. Und das waren sehr beklemmende Szenen. Das war ganz toll, ja, geschauspielert, würde ich schon fast sagen, die Sprecherin, die das gemacht hat. Und der erste Fall hat von mir 5 Sterne bekommen, fand ich richtig, richtig gut. Ich fand auch Carl Mørck total als Person interessant und irgendwie witzig, schrullig. Und seinen Gehilfen, den Assad, fand ich ja auch großartig. Der hat im zweiten Fall nicht so eine große Rolle, aber ist immer wieder dabei und den mag ich sehr gerne. Was mir allerdings beim zweiten Fall nicht ganz so gut gefallen hat, weshalb es auch einen Stern Abzug gab, war, dass man ja eigentlich von Anfang an weiß, wer der, die das Täter sind, dass es so ein bisschen parallel läuft und man eher mehr weiß als der Ermittler. Und das fand ich, das hat irgendwie die Spannung ein bisschen rausgenommen. Zumindest war es für mich dann nicht mehr so krass, das Ende, weil ich habe es einigermaßen so erwartet. Und es war kein Twist in der Story am Ende oder so. Also ansonsten von der Art und Weise als Hörspiel wieder grandios. Und ich werde, wenn Audible da weitermacht, es sind nämlich erst die ersten beiden Bücher als Hörspiel vertont, werde ich weiterhören, wenn Fall 3 von Carl Mørck rauskommt. Dann habe ich mir auf Spotify einen Klassiker mal vorgenommen und zwar von H.G. Wells, Die Zeitmaschine. Das Buch ist auch nicht sonderlich dick, ich weiß nicht, wie viele Seiten es hat, aber es war als Hörbuch 4 Stunden, maximal 5 Stunden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und irgendwie hat es mich immer interessiert, weil ja, es ist ein Klassiker, eigentlich so ein Buch, wo man sagt, das müsste man gelesen haben. Ich fand es okay, ich glaube, es hat 3 Sterne bekommen. Es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Es ist halt ein Forscher, der die Zeitmaschine erfindet und in die Zukunft springt und da auf Wesen trifft und auf die Zukunft der Menschheit quasi. Es ist sehr gesellschaftskritisch und ich glaube, unter dem Kontext, wann es geschrieben wurde, nämlich vor 120 Jahren, ist es wirklich schon beeindruckend, was der Autor sich dabei gedacht hat. Aber wenn man das als heutiger Leser so betrachtet, also mich hat es jetzt nicht geflasht. Es war nett, aber mehr auch nicht. Ebenfalls bei Spotify habe ich von Sarah Kuttner Mängelexemplar gehört und es ist von ihr selber gesprochen. Ich glaube auch der Grund, warum es von mir dann 3 Sterne und nicht nur 2 bekommen hat. Denn sie spricht das sehr gut und man ist da so voll drin in der Geschichte. Es geht um Caro. Caro hat Depressionen und geht damit irgendwie auch ganz witzig um. Aber man ist schon im Kopf von ihr drin. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie es sich anfühlt, wenn man depressiv ist. Ja, es war teilweise ganz lustig, teilweise war Caro aber auch extrem anstrengend und wie gesagt, gut gesprochen, hat 3 Sterne von mir bekommen, weil es ein netter Zeitvertreib war, aber auch das hat mich jetzt nicht extrem geflasht.
Ein weiteres Hörbuch, was ich mir für ein halbes Guthaben bei Audible geholt habe, war Nevermore von Jessica Townsend. Ja, richtig gehört, das Nevermore, wo ich euch auch direkt die Rezension vom letzten Jahr einblenden kann. Ja, ich habe das Buch ja sehr geliebt. Ich habe es auf Englisch gelesen, in Australien gekauft. Ich glaube, ich habe dieses Buch schon so oft erwähnt. Ihr wisst alle, worum es geht. Und wenn nicht, dann könnt ihr euch die Einzelrezension anschauen. Und ja, weil es nur ein halbes Guthaben war, dachte ich, ich möchte es nochmal hören auf Deutsch. Und ich war sehr begeistert, dass ich tatsächlich alles auf Englisch verstanden habe und wieder voll in der Geschichte drin war. Aber es war sehr schön, das nochmal zu hören. Morgan und Jupiter North und die Magnificat und die Trials, die Aufgaben, die sie erfüllen muss, um in die Wundersmith, ich glaube Wunderschmied, genau heißt es auf Deutsch, Society aufgenommen zu werden. Und das hat riesig viel Spaß gemacht, fand ich ganz toll. Ich werde mir ganz sicher, wenn der zweite Teil, den habe ich ja auch schon gelesen, auch auf Deutsch als Hörbuch rauskommt, werde ich mir das auch holen, einfach um es auf meinem Handy gespeichert zu haben und immer bei mir zu haben und vielleicht jedes Mal zu rereaden oder rehearen. Also das war einfach so ein Feel-Good-Ding und es hat mir einfach riesig viel Spaß gemacht, da nochmal in die Welt einzutauchen. Und ja, Jessica Townsend ist einfach meine neue J.K. Rowling quasi. Ich liebe es sehr. Also Harry Potter steht hier auch immer noch. Auch das ist eigentlich ein Reread, was ich gerne dieses Jahr vielleicht mal starten möchte endlich. Vielleicht eher im Herbst. Herbst ist so Harry Potter-Zeit, oder? Ja, mal schauen. Aber Nevermore ist ganz, ganz weit über dem Herzen und das Hörbuch ist auch ganz toll vertont. Also ich fand den Hörbuchsprecher sehr gut und es hat richtig Spaß gemacht. Dann gab es im März für mich zwei Leserunden. Da war ich voll im Stress. Nein, also ich lese immer dann, wenn ich Lust dazu habe. Und im März hat es irgendwie ganz gut gepasst. Ich hatte aber auch abends oft Lust, lieber zu lesen, als fernzusehen oder zu bloggen oder irgendwas Produktives zu machen. Also kam ich gut vorwärts. Und das erste Buch habe ich in einer Goodreads-Leserunde gelesen. Unsere Lesegruppe hat jetzt einen neuen Namen, die heißt jetzt Mitlesezentrale. Und weil wirklich der Hauptpunkt auf das gemeinsame Lesen liegt, wir machen auch viele Buddy-Reads, das war eben eine Leserunde zum Buch One of Us is Lying von Karen M. McManus. Ich habe das Buch schon seit letztem Jahr hier und es hat sehr gut gepasst, dass sich die Leute dafür ausgesprochen haben, dass wir das Buch gemeinsam lesen. Wir haben es in drei Abschnitte eingeteilt. Ich habe es auf Englisch gelesen. Und da geht es um fünf Jugendliche an einer Highschool, einer amerikanischen Highschool, genau, die zusammen nachsitzen müssen. Und ja, einer davon kommt nicht lebend aus dieser Nachsitzstunde heraus. Und dann stellt sich ihm die Frage, nachdem man weiß, er wurde umgebracht, wer war es? War es einer von den Vieren oder was ist da eigentlich passiert? Ich fand das Buch nicht den Hype wert. Also es wurde letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht genau, wann es rausgekommen ist, hier steht 2017, also vorletztes Jahr und dann wahrscheinlich auch ein bisschen letztes Jahr, so extrem gehypt. Ich habe es bei ganz vielen auf BookTube gesehen und auch ganz viele waren total begeistert und die Grundgeschichte hört sich, finde ich, auch immer noch richtig cool und interessant an, also ein Jugendthriller. Aber die Umsetzung war für mich nicht so gut. Und ich habe dazu noch eine Einzelrätsel gedreht. Die ist noch nicht online, wenn das Video online geht. Deswegen möchte ich nur kurz darauf eingehen, warum es mir nicht so gut gefallen hat. Und mehr, wenn ihr euch das mehr interessiert, dann wartet auf das Einzelrätsel-Video. Ich fand zum einen nicht gut, dass eine wichtige Sache nicht aufgelöst wurde, die für mich im ganzen Buch existenziell, essentiell war, weil ich immer darauf gewartet habe. Denn Simon hat so eine Gossip-App und veröffentlicht Geheimnisse von anderen Schülern. Also Simon ist der, der am Anfang umgebracht wird. Und man erfährt einfach nicht, wie an diese ganzen Infos gekommen ist. Manches ergibt sich, aber anderes, ich weiß nicht, da hatte die Autorin vielleicht selber keine Idee. Das war so ein Punkt. Dann fand ich die Charaktere auch sehr klischeehaft. Also wirklich, da ist die Beauty Queen, da ist der Baseballstar, da ist The Brain, also Streber. Und dann haben wir noch den kleinen Kriminellen. Also das fand ich sehr irgendwie plakativ und ich hatte keine Verbindung zu den Charakteren, wieso, weshalb, warum, warum auch der Schreibstil nicht so gut war für mein Empfinden. Das erzähle ich euch alles in der Einzelrätsel. Ich habe jetzt schon viel zu viel geredet, denn es gibt ja noch mehr Bücher, über die ich sprechen möchte. Und eines davon ist dieses hier, aber auch dazu gibt es eine Einzelrätsel. Also die Bücher, die ich in der Leserunde gelesen habe, da habe ich mich einfach so viel ausgetauscht und so viel Gedanken zu gemacht, dass ich da
gerne zukünftig auch Einzelrezis drehen möchte. Ich weiß, es ist nicht viel geklickt, aber das ist mir eigentlich egal, denn die, die es anklicken, die wird das Buch interessieren und dann denke ich, ist es hilfreich, da ein bisschen mehr zu erzählen als im Lesemonat, wo der Rahmen nicht ganz so groß ist und ich nicht möchte, dass das Video allzu lang wird, was aber jetzt schon, naja, egal, dieses Buch. Das habe ich in einer WhatsApp-Leserunde mit drei anderen ganz fantastischen Booktuberinnen gelesen, und zwar mit Carly von Carlys Books, mit Ruth von Zwischen 1000 Zeilen und mit Sarah von Alice im Bücherland. So, jetzt habe ich sie mittlerweile alle zusammen. Und das war richtig, richtig toll. Es war eine fantastische Leserunde. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, mit den dreien zu lesen, uns auszutauschen. Wir sind richtig durch das Buch gerauscht. Also es wurde am Ende immer schneller. Ja, für alle, die die Einzelrätsel sich nicht antun wollen, die demnächst online geht. In Erebos geht es um ein Spiel, was an einer Londoner Schule unter den Jugendlichen verteilt wird, aber das ist ein sehr gefährliches Spiel, denn es ist so ein Rollenspiel wie World of Warcraft, aber es gibt den Spielern nicht nur Aufgaben, Quests im Spiel, sondern auch in der Realität. Und dann passieren Dinge, tja, das müsst ihr selber lesen. Ganz, ganz wichtig, falls ihr das lesen wollt, das sage ich auch nochmal später, es gibt hier drin nochmal einen ausführlicheren Klappentext. Lest ihn bitte nicht. Da ist ein für mich riesen Spoiler drin und ich verstehe nicht, warum der Verlag das gemacht hat. Ich fand es nicht gut. Das Buch hat von mir 5 Sterne bekommen, wenn es euch näher interessiert. Schaut euch die Einzelrätsel an. Ursula Posnanski, von ihr werde ich auf jeden Fall noch ein paar andere Jugend-Thriller, würde ich es mal nennen. Also es ist kein Mystery-Buch, es ist schon Realität, was da drin passiert. Werde ich noch was weiteres lesen. Wenn mein Sub weiter runter ist, ist Ursula Posnanski ganz weit oben auf der Kaufenliste mit ihren anderen Büchern. Also wer von ihr schon mehr von den Jugendthrillern gelesen hat, der kann mir gerne mal unten schreiben, was so euer Lieblingsbuch von der Autorin ist. Das würde mich sehr interessieren. Und Buch Nummer 8. Ich habe das Gefühl, ich bin so durchgerauscht, aber es waren so viele Bücher und ja, naja, zu zweien gibt es ja eine Einzelrätsel. Buch Nummer 8 habe ich auf meinem hübschen Alpaka-Kindle gelesen. Und zwar von Jonathan Stroud, Bartimäus, Band 1. Ein Buch, was schon ewig auf meinem Sub liegt. Es geht um einen Zauberlehrling in einem fiktiven London, wo es eben Zauberer ganz öffentlich gibt. Aber es ist anders als Harry Potter. Und die Zauberer können selber gar nicht so viel zaubern, sondern beschwören Dämonen, Djinns und Wesen, die ihnen dann eben helfen bei dem Zauber. Genau. Und es geht eben um Bartimäus, das ist ein Djinn, und um Nathaniel, das ist ein Zauberlehrling, der ihn beschwört. Und dann geht es um eine Intrige in der Regierung, weil da sind auch Zauberer. Und es ist ein Jugendbuch, ja. Ich fand das besser geschrieben als Lockwood. Das ist ja auch von Jonathan Stroud eine Reihe, wo es um Geister und Jugendliche geht. Die hat mir nicht so gut gefallen. Bartimäus war besser. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 3 oder 4 Sterne von mir bekommen hat. Auf jeden Fall keine volle Sternezahl. Ich glaube so 3,5. Mir hat es im Prinzip ganz gut gefallen. Ich fand aber diese komplette Zauberwelt und die Zauberer total unsympathisch. Und Nathaniel, ja, ganz nett, aber nicht so sympathisch wie zum Beispiel eine Morgan Crow, ein Percy Jackson, ein Harry Potter, die einfach ganz tolle Charaktere sind. Also Nathaniel, da kam irgendwie nicht so an mich ran. Bartimäus ist ganz witzig, es switcht immer zwischen den beiden Sichten, also zwischen aus der Sicht des Zauberlehrlings Nathaniel und aus der Sicht von Bartimäus, dem Djinn. Der ist halt mega witzig, also der ist schon sehr frech. Selbst wenn da keine Überschrift wäre, wüsste man, aus wessen Sicht es gerade geschrieben ist, weil der Bartimäus schon eine große Klappe hat, würde ich sagen. Was ein bisschen anstrengend war, waren die ganzen Fußnoten. Ich finde die Idee ganz witzig. Immer wenn Bartimäus gesprochen hat, gab es hin und wieder, was heißt hin und wieder, es sind über 120, glaube ich, 120 Fußnoten, gab es, um halt Sachen ein bisschen genauer zu erklären. Also das ist dann auch aus Sicht von Bartimäus geschrieben, wo er über irgendwelche vergangenen Sachen spricht oder Erklärungen zu irgendwelchen Zauberdingen. Das ist ganz witzig, ja, war mir aber irgendwann einfach zu viel. Es hat mich genervt und beim Kindle, ich weiß jetzt nicht, im normalen, in Anführungszeichen normalen Buch, da hat man das ja wahrscheinlich unten dann immer stehen. Beim Kindle muss man mal drauf tippen, dann springt es zu der Seite mit der Fußnote, dann muss man wieder zurückspringen. Ist jetzt nicht schlimm, aber es waren mir einfach viel zu viele Fußnoten. 120, Junge, warum? Also im Großen und Ganzen fand ich es okay.
Ich zwinge mich nicht mehr so sehr dazu rein, weiterzulesen, wo ich eigentlich nicht so viel Lust dazu habe. Es ist ja eine Trilogie. Ich schließe nicht aus, wenn es mal Teil 2 im Kindle-Deal sehr günstig gibt und ich einen Sub von nur 10 Büchern habe. Also wird das nie passieren. Dass ich vielleicht mal Band 2 lese oder vielleicht höre. Vielleicht gibt es ja bei Spotify, müsste ich mal gucken. Aber es hat mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich da unbedingt weiterlesen möchte. Kennt ihr die Reihe? Also ich glaube, die ist sehr bekannt unter Jugendlichen. Vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe, aber ehrlich gesagt, Harry Potter, Percy Jackson, Nevermore, nur um diese ganzen Helden auch meines Lebens zu nennen, die finde ich alle großartig. Und ja, Bartimäus hat es leider nicht geschafft, sich da einzureihen. Dann hatte ich ja gesagt, dass es einen Neuzugang gab und wir hatten uns ausgetauscht in der Leserunde mit Kali, Ruth und Sarah und hatten darüber gesprochen, was wir vielleicht als nächstes mal zusammen lesen können, weil uns das allen so gut gefallen hat. Es ist natürlich schwierig, mit 4 Leuten ein Buch zu finden, was wir alle auf dem Sub haben, wo wir alle Bock zu haben. Wir kamen aber auf ein Buch, was ein Teil davon, Teil der Mädels schon auf dem Sub hat, bin ich der Meinung. Was mich tierisch interessiert, was auf meiner Kaufenliste war, und offenbar habe ich es jetzt gekauft. Wobei eine wollte es nicht lesen, aber vielleicht machen wir dann eine kleinere Leserunde. Im April vermutlich noch nicht oder wenn dann erst Ende April, weil ich 2 andere Leserunden im April habe. Ich sage euch Stress. Dazu gleich mehr. Aber nur kurz, ihr habt das vielleicht bei anderen auch schon gesehen, es geht um Blake. Und Blake soll so eine Mischung aus Sherlock Holmes und Dexter sein, wer die Serie Dexter kennt. Ich habe sie geliebt, bis auf das Ende, das war furchtbar schlecht, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ist es ein, sagen wir mal, ein Ermittler, ein inoffizieller FBI-Mitarbeiter, der nicht auf der Gehaltsliste steht, weil er anderweitig bezahlt wird. Ich habe so gleich gedacht, okay, wenn es ähnlich wie Dexter und Sherlock Holmes ist, dann will er vielleicht auch gerne Leute umbringen und dann darf er Menschen umbringen, die vielleicht eh nicht leben sollten und wird damit bezahlt. Ich weiß es nicht. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, wir kommen demnächst dazu, das gemeinsam zu lesen, weil ich da richtig Lust drauf habe. Deswegen habe ich es mir gekauft. Ich war in der Buchhandlung und dachte, ach, jetzt nimmst du es mit. Wenn ihr es gemeinsam lest, dann hast du es halt schon hier, ne? Voll praktisch und so. Und damit sind wir beim Currently Reading bzw. Hearing. Heute ist der 1. April, wenn ich das drehe. Es ist kein April-Scherz. Ich hasse April-Scherze. Das ist das Unnötigste, was es eigentlich gibt, gefühlt. Na, egal. Ich habe im März aber auch schon angefangen mit einem neuen Hörbuch. Und zwar habe ich mir bei Audible den neuesten Simon Beckett geholt, Die ewigen Toten, Fall 6 von David Hunter. Und ich glaube, ich habe gestern schon angefangen reinzuhören oder am Freitag. Auf jeden Fall, ja, ich glaube am Wochenende, wenn ich mich geschminkt habe, habe ich schon reingehört. Und ich bin noch ziemlich am Anfang. David Hunter wird zu einem alten, verlassenen Krankenhaus gerufen. Da ist eine mumifizierte Leiche. Und dann entdecken sie ein geheimes Krankenzimmer, wo noch mehr Leichen liegen. Und im Grunde genau da bin ich gerade, also noch nicht so weit. Ich freue mich sehr. Gefällt mir bis jetzt vom Hören sehr, sehr gut. Und ich berichte euch dann im nächsten Monat, wie das Buch war. Mein Antarktis-Reisehandbuch liegt jetzt da, ich hole es nicht. Das lese ich immer mal wieder ein bisschen, das kann sich noch über Monate hinziehen. Spätestens Mitte Oktober habe ich es dann nur gelesen. Aber ein anderes Buch, was ich jetzt schon begonnen habe, nämlich am Freitag, wo die Leserunde gestartet ist, und zwar auch bei Goodreads, die habe ich quasi selber ins Leben gerufen. Ich hatte in einem Thread, haben wir darüber gesprochen, dass wir Bücher nennen sollen, die wir gerne als nächstes auf jeden Fall lesen wollen, um zu gucken, ob jemand anderes vielleicht mitlesen möchte. Und da habe ich 2 Bücher genannt. Zack, haben sich Leute gemeldet und schon bin ich in 2 Leserunden. Also eine startet erst im April, das erzähle ich euch dann im nächsten Lesemonat. Und bei der anderen bin ich schon, ja, ich würde sagen, relativ weit. Und zwar, haha, Teil 2 der 7-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley. Ja, ich habe endlich angefangen, die Sturmschwester zu lesen. Ich habe mir die Teil 2 und 3 ja von einer Freundin ausgeliehen. Und ich möchte ihr vielleicht zu Ostern wenigstens eins davon wieder zurückgeben, auch wenn sie die schon gelesen hat. Wer die 7-Schwestern-Reihe nicht kennt, es sind Adoptivschwestern, also Adoptivkinder, die von einem, sagen wir mal, reichen Mann in die Schweiz gebracht wurden als Babys und da aufgewachsen sind. Und dann verstirbt dieser reiche Mann im ersten Band
Und wir erfahren in jedem Band die Geschichte einer der Adoptivschwestern. Im ersten war es Maya, die aus Rio stammte und ihre Vergangenheit herausgefunden hat. Es switcht dann immer zwischen der Vergangenheit. In dem Fall war es die Christusstatue, der Bau der Christusstatue, der da im Mittelpunkt stand und was darum passiert, eine Geschichte und Mayas Vergangenheit. Und im zweiten Band geht es um Ellie, die zweitälteste Schwester von den sechsen. Es sind gar nicht sieben. Dazu dann irgendwann mal mehr, wenn ich weiß, wieso es trotzdem die sieben Schwestern heißt. Und da geht es um Norwegen. Und der erste Teil ist relativ lang, wo es in Ellie in der Jetztzeit geht. Wir fahren eben nochmal aus ihrer Sicht den Tod des Vaters und noch ein paar andere Szenen. Und das fand ich schon richtig gut. Ich bin, das erste Drittel, also das hier habe ich schon gelesen. Ich habe hier auch so Marker gesetzt, damit ich ein paar Sachen nicht vergesse. Und dann geht es eben um Norwegen um 1850 oder so. Und ich weiß noch nicht, wie die beiden Geschichten zusammenhängen, was Ellie mit dieser Geschichte in der Vergangenheit zu tun hat. Aber es gefällt mir bis jetzt schon sehr, sehr gut. Und ich freue mich, dass ich das in der Leserunde lesen kann und wir uns da austauschen. Und das war der Lesemonat März. Viele Bücher. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr durchgerauscht. Wie gesagt, zu zweien dazu wird es noch eine Einzelrezension geben. Ich werde das jetzt direkt schneiden und diese Woche noch hochladen. Der Lesemonat, den mag ich immer ganz gerne gleich am Anfang machen, damit das so meine Gedanken auch endlich zu Video gebracht wurden, nicht nur zu Papier. Auf dem Blog habt ihr auch immer die Buchrezension. Wenn ihr da vielleicht nochmal nachschauen wollt und ein bisschen mehr dazu lesen wollt, falls euch das jetzt zu schnell ging, dann tut es mir leid. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ging schnell, aber ja. Wenn ich zu jedem Buch jetzt so viel geredet hätte und ich glaube, das Video ist trotzdem schon sehr lang. Egal, ich verlinke euch nochmal den letzten Lesemonat, also Lesemonat Februar. Wenn euch das interessiert, da konnte ich, glaube ich, ein bisschen mehr zu den einzelnen Büchern erzählen. Und das Abo. Dann verpasst ihr nämlich auch keine von den Einzelrezis. Ihr könnt auch die Glocke abonnieren, ne? Die könnt ihr auch abonnieren, wenn euch das nicht stört. Ich persönlich bemerke nicht, dass von den Leuten, die ich abonniert habe, dass da was fehlt. Aber ja, ihr könnt auch die Glocke abonnieren. Ne? So, jetzt Ende im Gelände. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Tschüss!